Die Sonne kommt langsam raus und so sieht unser Camp aus. Für die erste Nacht auf Lanzarote. Hallo zusammen, hier ist Besky von Free Camp Life. Ich bin aktuell in Lanzarote. Wir werden hier eine Rundreise machen. Ja, der Strand hier heißt Jardin de Cactus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, und der erste Tag jetzt, also wir haben jetzt schon eine Nacht hier verbracht und es ist immer sehr windig. Also ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Insel immer so windig ist oder einfach die Jahreszeit, dass es viel Wind hat. Ja, und wir sind da in der Bildmitte, haben wir unser Camp aufgeschlagen. Ja, und wir sind leider nicht mit unserem Pickup da. Wir sind mit dem Flugzeug hier hingeflogen und haben uns hier einen Kastenwagen gemietet. Den zeige ich euch nachher. Die Insel ist mit Vulkansteinen übersät. Und die Berge, ich weiß jetzt nicht, ob die Vulkane noch irgendwie aktiv sind oder ob die alle erloschen sind. Das Beispiel La Palma hat uns ja gezeigt, dass eigentlich erloschene Vulkane wieder plötzlich aktiv werden können. Also das könnte auch auf Lanzarote der Fall sein oder könnte auch so hier eintreffen. Ja, das weiß man halt nie. Ja, und so sieht der Camper aus. Neueste Version Ducato 8. Dann hier offen gestaltet mit hier ein paar kleinen Fächlein und auf der anderen Seite auch. Die Net ist auch großzügig, großer Tisch. Und die Küchenzeile. Und die Küchenzeile sieht so aus, mit Waschbecken, zwei Flammenherd mit Piezozündung, große Schubladen mit Softclose, ja. Da kriegt man viel unter. Dann ein Fernseher ist auch drin, aber ich denke, den brauchen wir jetzt nicht. Ein kleines Häkchen. Dann oben dieser Schrank. Ja. Essen drin, hä? Dann das Bad. Ah, das ist noch beleuchtet. So sieht das aus, hä? Eigentlich recht hoch. Also ich bin 1,84 und ich habe eigentlich genug Platz drin, also ich kann da genug stehen, gut stehen. Eine Tedford Kassettentoilette. Dann Kühlschrank mit Eisfach oben drin. Das ist auch von Tedford. Und unten hat es noch, und unten ist einfach noch so ein Kleiderschrank. Das Bett. Länge 2 Meter, also genügend Platz. Auch mit einem Häkchen oben.
Und da die Schränke sind ausreichend groß. 4 Stück. Und jetzt fehlt noch der Keller. Oh, ein Kind weint, ich muss schnell schauen. Sogar mit Außendusche. Webasto-Standheizung haben wir auch an Bord. Dann von Benimar, glaube ich, ein eigenes Bedienpanel mit den Füllständen, einfach jetzt da 100% Wasser. Das wäre der Grauwassertank. Das ist die zweite Batterie, das ist die Fahrzeugbatterie. Dann separat kann man das Wasser an- und abstellen, wie auch das Licht. Außenbeleuchtung, aber der hat es keine. Und Temperatur von der Heizung. Ja, und das ist ein 36er Grundriss, also die lange Version Fiat Ducato. Ich denke, mehr erzähle ich jetzt euch da nicht, weil ihr kennt ja wahrscheinlich das Auto auch schon. Das wurde auch schon vorgestellt in anderen Videos. Ja, und der Ducato ist ausreichend groß für uns, für 3 Personen. Also wir haben da genügend Platz. Ja, ein Riesenbett ist das. Es ist ein Hubbett, also das kann man hoch und runter lassen. Aber die Länge ist sicher, also 1,90, also bestimmt, wenn nicht 2 Meter. Ja, und ich bin ja mit Mitreisenden unterwegs, also mit 2 anderen Familien noch, mit Kindern. Also gesamthaft sind wir da ein paar Leute. Ich weiß nicht, wie kamerascheu die sind, also ich habe da noch nicht nachgefragt, also vielleicht kriegen wir den einen oder anderen auch mal vor die Kamera. Weiß ich nicht, kann ich nicht garantieren. Das Wasser kocht noch und draußen ist es immer noch stürmisch, windig. Aber ich denke, auch bei Wind muss die DJI Mavic 2 ihren Dienst beweisen. Und ich schicke euch jetzt mal in die Luft. Viel Spaß! Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Oh,
die Anfahrt mit einem Kastenwagen war auch ja, ein bisschen heikel, aber ihr seht selber, wie die Straße aussieht. Ein bisschen Offroad muss ja dabei sein. Ja, diese spitzen Vulkansteine, die hier überall liegen, also da muss man höllisch aufpassen, dass man sich da nicht an den Platten reinfährt. Aber cool ist es schon. So, wir verlassen jetzt diesen Ort und gehen zum nächsten. Kurzen Zwischenstopp, wir gehen etwas essen. So, in diesem Restaurant Snackbar direkt am Strand werden wir schnell etwas essen und dann geht's dann weiter. Kurzer Zwischenstopp am Strand unten, an einem Beach. Sind relativ viele Autos da, aber der Strand ist schön zum Baden,
Also schnell abkühlen und ab ins Wasser. Wir sind vom Baden zurück, haben jetzt einen Übernachtungsplatz gefunden und so sieht der Blick aus vom Fenster von der Dinette. Draußen stürmt es immer noch und hier haben wir den Blick ans Meer, aber auch mit viel Wind. Wir haben jetzt die Wäsche hier aufgehangen und man sieht es an den Kleidern, die im Wind tanzen. Es hat immer noch Wind. Den ganzen Tag hat es gewindet. Aber auf einer Insel windet es ja immer. Also sicher jetzt in Lanzarote für den Augenblick. So, wir haben jetzt eine Wagenburg gebaut. Jetzt hoffen wir, dass wir windgeschützt sind. Hä? Ja, und wir sind irgendwie ein paar Kilometer vor Playa Orzula. Das ist jetzt hier auf dem Bild Mitte, ist diese kleine Stadt, also dieses kleine Dorf. Hinter unserer Wagenburg ist das Meer. Und auf der anderen Seite ist ein Riesenberg. Ja, hier bleiben wir sicher eine Nacht und ich denke, wir fahren morgen wieder weiter Richtung, also mehr Richtung Norden von der Insel Lanzarote. Vielleicht windet es dort ein bisschen weniger. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber bis jetzt ja, immer konstant von überall Wind. Dieser Kassenwagen ist eins. Dieser Kassenwagen ist ein 1666. Schubladen. Ja, und hinter unserer Wagen